Guten Morgen, Österreich. Mal ein bisschen zugeschalten. Ja, muss ich aber schauen, dass ich munter bleibe. Nicht. Und zwar, ich möchte eng was sagen. Und das ist, dass Frauen in Österreich auch der Wahnsinn ist. Ne? Weil, jetzt wird die ganzen Kürzungen in einem Mess. Das Sozialhilfe nicht. Die Mindestsicherung nicht. Und das, was ich am größten Schmäh finde, das ist die Pensionserhöhung. Erhöhung. Also 28 Euro. Das kann sich der Herr Strache, weißt du, wohin tun. Das ist wohl der größte Witz, ne? Und wenn wir schon bei den Herren Strache sind, was mir am besten gedacht hat, dass er gesagt hat, dass es in Japan so gut ist, ne? So sauber, weil keine Asylwerber nicht da sind, nicht? Und weil es keine Ausländer nicht haben, die Japaner. Aber das hat er nicht gesehen, was es in Japan Fukushima gegeben hat. Nicht? Einer der größten Katastrophen nach Tschernobyl, nicht? Aber das ist ja ein Strache Wurst. Hauptsache die Straßen sind frei von natürlich Asylwerber nicht. Und das zweite ist, dass so ein geschissener, freiheitlicher Politiker gesagt hat, dass ein Asylwerber, der was gerade eine Lehre macht beim Spar, dass der ein Ableger in der Terroristenszene ist. Ne? Da sieht man, wie krank dass die Hunde sind. Weil, dass du dir das vorstellst, dass ein freiheitlicher Politiker sagt, oder meint, österreichische oder österreichische Polizisten bzw. Militär, Bundeswehr sollen nach Afrika aufziehen und da unten die Hütten sauber bringen. Also Afrika die Leute duscht wieder hinbringen, wo sie herkommen, nicht? Super. Traum aufeinander. Da sieht man erst, wie gut, dass wir in Österreich haben, dass wir uns noch aufregen können über solche Politiker wie ein Strache und Kurz. Weil, wenn man das Ding, so wie es jetzt in Ungarn zugeht, oder in Polen, mein Kaffee auch trinken. Das ist ein Wahnsinn. Weil so wollten sie ja die Freiheitlichen ja auch machen, nicht? Beim BVD-Skandal, nicht? Von innen heraus, von der inneren Seite, von der Politiker, die Richter sprengen, Gesetze umwandeln, Polizei umfärben, beziehungsweise blau. Und der Gießblatt und die Tür, ich schweige dem von der Geheimpolizei nicht. Wenn der Rauschgift die Zalat eine muss, weil die anderen nicht tanzt, weil die anderen alle befangen sind, nicht, dass die Wohnungen nicht stürmen müssen. Nicht? Dass zu den Taten kommen, dass zu ihren eigenen Rechtsextremen, wo es die Identitäten sind zugekommen, nicht, dass die vernichten können, dass da nichts mehr ausscheint, nicht? So wie der eine, der was mit dem Liederbuch nichts mehr zu tun hat, dann jetzt wirst du der Chef
von den Freiheitlichen. Ne? Da weißt du eh, was los ist. Ne? Ja, aber ist Österreich. Ne? Ich da in Facebook eingeschrieben, wie dumm ist Österreich gewesen, was die Freiheitlichen und noch schlechter die Blauen, so die, nicht die Blauen, die Spurzen aufgelassen haben. Wie kann man das als Arbeiter tun? Da frage ich mich echt, hat sich ja ganz belangt, ne? War das nicht vorher logisch, dass die, was die Firmen unter sich aufteilen, dass die nicht viel älter sind? Und jetzt habt ihr das geschehen. Jetzt habt ihr die 12 Stunden, die 60 Stunden in der Woche, weil von den 60 Stunden, da redet eh keiner mehr was davon. Aber ist ja wurscht, ne? Was soll's auch? Scheiß drauf. Wir hackeln eh gern bis zum Umfallen, nicht? Dann sollen wir mal die hören. Ich weiß, das haben wir geschaffen. Bei 12 Stunden am Bau arbeiten oder in einer Bruchstube, weil ich war Bäcker und ich habe auch auf dem Bau gearbeitet. Ich war mir der Arbeit nie durch. So wie die Inseln offen, wo sie jetzt am Ruder sind. Aber jetzt muss ich aufhören, weil sonst dauert das Video zu lang. Also, ich bin dort noch. Und weiter so Strache. Ich hoffe, du lernst Japanisch, nicht? Und ziehst dir schön langsam ein Kimono an, nicht? Magst Harakiri nehmen zu. So lang.